Danke, Herr Präsident, Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, die Diskussion, die teilweise hierin entsteht, ist wirklich spannend, auch die Wortbeiträge. Und vor allem, wenn man der ÖVP zuhört, dann kristallisiert sich eines sehr gut hinaus, nämlich dass alles alternativlos ist. Es gibt nur eine einzige Meinung, es gibt eine einzige Wahrheit. Und das ist die alternativlose Wahrheit. Und wenn Sie wissen wollen, weil das heute auch wieder mehrmals gefallen ist, wer dann wirklich irgendwo einen Keil reintreibt, meine Damen und Herren, dann ist das jene Politik, dass man andere Meinungen, andere Wahrheiten, andere Studien einfach nicht gelten lässt und alle dann als Verschwörungstheoretiker, als Aluhutträger, als Rechtsextreme, als Staatsverweigerer, als Covidioten bezeichnet und, und. Aber eines darf ich Ihnen von der ÖVP auch mitgeben, meine Damen und Herren, diese Leute werden immer mehr. Auch spannend bei dieser Diskussion, wo eines zu sehen, das ist eine Diskussion, wo außer einer Partei, nämlich unsere, nur Pro-Redner sind, also SPÖ, NEOS, Grüne und ÖVP dafür, FPÖ dagegen. Und genau bei zwei Rednern, die von uns eingemeldet waren, geht dann genau bei der Kontrarede der Herr Minister hinaus. Warum auch immer, kann ein Zufall gewesen sein, aber ich glaube nicht an Zufälle, denn hinausgegangen ist er genau bei der Rede vom Dr. Michael Schilchecker, wo es um die Impfschäden gegangen ist. Vielleicht war das einfach zu viel für den Herrn Minister. Und wenn etwas zynisch ist, meine Damen und Herren, und da schaue ich eine Bundesrätin an, die immer sehr gerne das Wort zynisch in den Mund nimmt, Frau Bundesrätin Zeidler-Beck, dann ist das die ÖVP-Doppelmoral. Und das betrifft jetzt nicht sie, nur das Wort zynisch. Aber da herinnen, obwohl heute die Testungen möglich waren, und ich gehe mal davon aus, die meisten von Ihnen sind getestet, demonstrativ die Masken aufzuhaben, obwohl Sie ja hoffentlich gesund sind, weil wenn Sie einen positiven Test haben, sind Sie auch hoffentlich nicht da. Sie sind solidarisch, aha. Und dann hinten draußen stehen, Kopf an Kopf und etwas zusammenflüstern ohne Maske. Wo ist denn da die Solidarität? Das ist ein dreckiges Schauspiel, das Sie hier abziehen. Nicht mehr und nicht weniger. Und da nicht Sie, Frau Zeidler-Beck, das habe ich gesagt, betrifft nicht Sie, aber zwei andere. Auch die Moralisten, die sich dann hier draußen herstellen, ja genau, die sich hier draußen herstellen und dann mit Krokodilstränen draußen sagen, na Wahnsinn, die bösen Freiheitlichen ohne Maske und dann draußen sitzen zu viert auf dem Tisch und eine Gaudi haben, ohne Masken. Genau, das sind Sie, meine Damen und Herren. Und ich verurteile auch nicht, wenn einzelne Bundesräte, hier erinnern sitzen von Ihnen und die Maske nicht aufhaben oder sich die Maske herunterziehen. Und ich sehe einige von Ihnen, die es lange Zeit zu machen, aber ich verstehe es, weil ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe mit der Maske auch meine Probleme. Aber sich dann hier herauszustellen und hier die Doppelmoral vom Stapel zu lassen, das ist unter aller Pieps. Ich habe, meine Damen und Herren, ich habe mir gestern ein Interview angeschaut, da möchte ich ein bisschen was rausstellen aus diesem Interview von einem Mediziner. Der hat gesagt, in der Medizin gibt es ein Grundprinzip und das war wirklich sehr gut von ihm erklärt. Er hat gesagt, der Nutzen muss in der Medizin immer größer sein als der Schaden. Das gilt auch bei einer Chemotherapie. Das heißt, man nimmt bei einer Chemotherapie wirklich heftige Nebenwirkungen in Kauf, weil man davon ausgeht, dass der Nutzen größer ist als der dadurch entstehende Schaden. Und dasselbe, meine Damen und Herren, muss natürlich auch bei einem Lockdown der Fall sein. Das heißt, der Nutzen muss größer sein als der Schaden. Und ich sage Ihnen jetzt etwas, das werden Sie wahrscheinlich wissen, aber Sie werden es wieder abstreiten. Und zwar, dass ein Lockdown, sei er noch so hart, eben nicht diese Wirkungen hat, die Sie immer allen sagen, er bringt wenig bis nichts. Der Schaden hingegen, meine Damen und Herren, ist enorm, wirtschaftlich und menschlich. Und das ist auch der Grund, warum die FPÖ fordert, sofort diese Lockdowns zu beenden. Und die Reihe der nächsten Aluhutträger, die wird immer größer, habe ich ja vorher schon gesagt.
ich empfinde sie nicht als Aluhutträger. Ich kann Ihnen jetzt einen wieder zitieren, und zwar einen der weltweit führenden Medizinwissenschaftler und Stanford-Professor John Ioannidis. Bin gespannt, wer hier den beschimpfen sich traut. Er war der Erste, der übrigens Mitte März schon vorausgesagt hat, wie ungefähr die Abschätzung sein wird von der Infektionssterblichkeit, nämlich bei damals 0,125%. Und diese Zahl wurde anschließend auch von der WHO bestätigt. Und dieser Ioannidis gemeinsam mit einem zweiten Stanford-Professor hat sich 10 Länder angeschaut. Das war der Professor Aaron Ben-David. Und sie haben 10 Länder verglichen. Und ich habe hier sogar die Zusammenfassung, oder ich habe hier auch den Text stehen, den will ich aber nicht vorlesen. Zusammengefasst kann ich Ihnen sagen, Lockdowns zur Eindämmung der Pandemie sind wirkungslos und die aus den Regierungsmaßnahmen heraus entstehenden Kollateralschäden sind um ein Vielfaches schlimmer. Lockdown bringen wenig bis nichts. Und dazu, meine Damen und Herren, gibt es wahrscheinlich gleich die nächsten Covidioten. Das ist nämlich eine Zusammenstellung des AIER, des American Institute of Economic Research. Eine Studie vom 19. Dezember 2020, also noch fast druckfrisch. Darin enthalten sind 27 universitäre Studien, die auch zu einem ganz klaren Ergebnis kommen, nämlich Lockdowns bringen nichts. Es gibt keine Evidenz für die Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Und Sie, meine Damen und Herren, können mir nicht erzählen, dass das niemand weiß. Sie können mir nicht erzählen, dass das in der Regierung niemand weiß. Sie können mir auch nicht erzählen, dass das in den Medien unbekannt ist. Und dann gibt es eine Oppositionschefin in Form von der Pamela Rendi-Wagner, die allen Ernstes hergeht und sagt, der Lockdown muss verlängert werden, wir können jetzt noch nicht aufsperren. Und zuerst sind Sie gegen das Freitesten, aber jetzt, meine Damen und Herren von der SPÖ, sind Sie auf einmal für das Reintesten, was genau dasselbe ist, nur anders betitelt. Und da, meine Damen und Herren von der SPÖ, muss ich ja wirklich sagen, da beschleicht sich ja das Gefühl, ob das von der SPÖ nicht ein Reintesten in die Kurzregierung ist. Das ist vielleicht das Reintesten. Aber, meine Damen und Herren, früher hat man immer gesagt, nur zwei Dinge im Leben sind sicher. Das ist der Tod und die Steuer. Das kann man jetzt umtexten. Inzwischen kann man sagen, drei Dinge im Leben sind sicher. Das ist der Tod, die Steuer und das Umfallen der SPÖ. Und zurück wieder zum Lockdown. Und wer von Studien nichts hält, meine Damen und Herren, der kann sich auch Zahlen in der Realität anschauen. Drei, auch wieder aus den USA, drei Vergleiche von Bundesstaaten, nämlich Florida, Texas und Kalifornien. Alle drei Bundesstaaten haben unterschiedliche Maßnahmen ergriffen zur Bekämpfung der Pandemie. Die einen haben die Schulen offen gehalten, die anderen nicht. Einige haben die Geschäfte offen gehalten, andere haben sie wieder geschlossen. Einige haben Masken gebraucht, andere wieder nicht. Und was war das Ergebnis, meine Damen und Herren? Die ziemlich gleiche Anzahl an Todeszahlen von mit oder an Corona verstorbenen Personen. Der einzige Unterschied, der darin besteht zwischen diesen drei Staaten, ist, ob man sich entscheidet, dass man auch noch wirtschaftliche und soziale Verwüstung dazufügt. Und genau dafür steht nämlich ein Lockdown. Meine Damen und Herren von den Grünen und von der ÖVP, beenden Sie diesen Lockdown. Sie werden sehen, unser Land wird sich hoffentlich trotz dieser Maßnahmen wieder erholen. Und zu den Aussagen, die vom Herrn Bundesminister gekommen sind, auch zu den Intensivbetten, da hat ja auch der Kollege Schilchecker schon einiges dazu gesagt. Ja, es stimmt, es waren einige Intensivbetten, waren vorübergehend voll, es waren einige Krankenhäuser überlastet, so wie es 2000 schon war, 2002, 2007, 2009, 2012, 13, 2017, 18 und da war es Ihnen wurscht, da war es Ihnen egal, da hat es Ihnen nicht hineingepasst, aber jetzt passt es Ihnen in Ihre Politik hinein und jetzt nehmen Sie das her. Und was haben Sie getan die letzten Jahre? Sie haben auch gewusst, dass da das Krankenhauspersonal bereits oftmals an der Kippe gestanden ist von der menschlichen Belastbarkeit. Aber Sie gehen her und bauen weiterhin Spitalsbetten und Intensivbetten ab und Sie minimieren das Budget für die Gesundheit. Schämen Sie sich, meine Damen und Herren. Und auch die Grippe
Übrigens, damals war es nicht Corona, sondern damals war es die Grippe. Die Grippe ist ja heuer ausgestorben, das ist auch sehr spannend, weil die Grippezahlen sind ja jetzt anscheinend so niedrig, wegen den Corona-Maßnahmen, an die sich die Leute nicht halten, warum die Corona-Zahlen so hoch sind. Das muss auch mal einer verstehen, aber das ist so typisch für diese Regierung. Es wird einfach irgendwas gesagt und kein Mensch kennt sich aus. Da kann ich nur hoffen, meine Damen und Herren, unser schönes Land und die ganze Welt wird niemals von einer wirklichen Pandemie mit einem echten Killer-Virus heimgesucht. Weil eins kann ich sagen, Österreich mit dieser Regierung ist verloren. Und da können Sie mir schon einen Scheibenwischer zeigen, Herr Kollege. Und abschließend, meine Damen und Herren, weil ich es ein paar Mal angesprochen habe, das sind diese Masken für Kinder. Jetzt haben wir es eh nicht, weil sie halten unsere Kinder ja fern von den Schulen. Aber wenn die Schulen wieder aufmachen, dann möchte ich Ihnen auch eines sagen, auch eine aktuelle Studie aus Deutschland von der Universität Witten-Herdecke, das ist da in der Nähe von Dortmund oben, und zwar Masken schaden Kindern. Die untersuchten 25.930 Kinder litten unter anderem an Reizbarkeit, 60% der Kinder, Kopfschmerzen, 53% der Kinder, Konzentrationsschwierigkeiten, 50% der Kinder, geringere Fröhlichkeit, 49% der Kinder, Unwohlsein, 42% der Kinder, Beeinträchtigung des Lernens, 38% der Kinder, Schläfrigkeit und Müdigkeit, da sollten Sie besonders aufpassen, wenn ich da in einige Reihen hineinschaue, 37% der Kinder. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Schande. Das ist wirklich eine Schande von Schwarz-Grün. Und ich sage Ihnen eines, hören Sie auf damit, hören Sie auf, unseren Kindern die Luft abzuschnüren und lassen Sie unsere Kinder endlich wieder frei atmen.